Römer, das Labor war einfach... Sie arbeiten ab sofort an einem neuen Projekt und mit einer neuen Kollegin. Hallo, ich bin Anja. Anja Rusek. Schon mal was mit Autoschiebern zu tun gehabt? Laut unserem Informanten werden die Luxuslimousinen in einer Halle gesammelt, per LKW zum Hamburger Hafen transportiert, wo sie dann in Containern nach Übersee verschifft werden. Wir müssen also nur die Halle finden, dann haben wir sie. Ich ziehe einen kurzen Rock an, ohne was drunter. Das lenkt sie ab und du nimmst sie hoch. Hörst du mir überhaupt zu? Entschuldigung, ich war gerade woanders. Beim Bravitsch-Fall. Das ist pure Gewohnheit. Ich war vorher beim Mord. Sicher spannender als die organisierte Kriminalität. Bis jetzt habe ich hier nur Akten gefressen. Ging mir auch so, am Anfang, bei Koller. Du hast zusammen mit Koller gearbeitet? Als Praktikantin. Darum hat Bremme mich ja für Bravitsch geholt. Ich kenne mich hier aus. Bestens. Hast du eigentlich was rausgefunden? Du hast doch recherchiert. Den Koller-Fall, meine ich. Du hast dir nochmal die Akte von 2002 gezogen. Die Seiten haben gefehlt. Und die Mail, die der Erpresser an Koller geschickt hat? Weißt du, woher die kommt? Bremme hat dich auf mich angesetzt, oder? Sieht so aus. Ist aber nicht so. Ich wollte diesen Job. Was meinst du, wie oft ich den Scheiß hier schon gemacht habe? Auto wird geklaut, Auto wird gesucht, Auto wird gefunden. Den Kollerfall aufklären, das wäre was. Zusammen mit dir natürlich. Ich bin nicht mehr zuständig. Offiziell? Inoffiziell auch nicht. Na, wo bist du gerade? Am Ruhrdeich? Im Internetcafé? Ach. Glaubst du, ich bin blind, taub und blöd? Du telefonierst von morgens bis abends mit Priskau. Von wegen, du bist nicht bei einem Fall dran. Du willst die Lorbeeren für dich allein ernten. Die Sache ist einfach zu gefährlich. Ich will dich da nicht mit reinziehen. Dann pass bloß auf, dass dir nichts passiert. Mich chcieli byśmy wiedzieć, czy pan umie rozpoznać osobę, która ten komputer szywała. Seit wann, bitteschön, sprichst du... Ich hab polnische Verwandte. Und was hast du gesagt? Widzi go pan tutaj. Tylko ten, co nie go pytał. Und was hat er gesagt? Zapomnij to. Nie wiem, czy to tak łatwo umie. Hast du Geld dabei? Ja. Już zapomniałem. Ist das dein Teampartner? Mhm. Czekam na ciebie, kotku. Ja, das ist meine Verwandte. Seelenverwandt. Muss aber nicht jeder wissen. Du, ich bin... Und nochmal, ja, ich habe der Kripo unsere Ermittlungsergebnisse weitergegeben. Verdeckt ermitteln geht anders. Was hätte ich machen sollen? Die Spur zu einem Erpresser und Mordverdächtigen unterschlagen? Ach, komm. Ich bin ein sauberer Kopf. Ja. Du doch auch, oder? Hallo. Du musst mir einen Gefallen tun. Noch ein? Ja. Du musst mir die Unterlagen zu den Ermittlungen gegen die Geldfälscher besorgen. Und warum? Weil es doch höchst seltsam ist, dass gegen eine gewisse Irina Wicinwaska 2001 noch ermittelt wurde und genau die heute rein zufällig die größte Druckerei von NRW besitzt. Jetzt überleg doch mal. Falschgeld hier. Echte D-Mark, die verbrannt werden sollen, da. Das ist ja irre spannend. Ich würde gerne mitkommen, wenn du diese Irina in die Zange nimmst. Ich besorgte die Unterlagen. Ich hole dich nach Dienstschluss ab. Gut.